Am frühen Morgen des 24. Dezember bot sich einem Schäfer im Landkreis Uelzen ein fürchterlicher Anblick. In der Nacht haben Wölfe in seine Schafherde eingebrochen. Hinter einem 1,05 Meter hohen Zaun mit ordentlich Strom drauf und haben 25 Tiere getötet, 5 schwer verletzt und 1 leichter verletzt. Die 5 Tiere mussten im Anschluss notgetötet werden, weil sie zu schwer verletzt waren. Das eine Tier ist leider verendet. Ab dem 24. Dezember wurde die Herde von 4 Seiten durch Menschen bewacht. Und während die Menschen anwesend waren, liefen 3 Wölfe um den Ferch herum. 2 konnten vertrieben werden und ein Wolf sprang über diesen 1,05 Meter hohen Zaun, riss ein Schaf und verletzte eins schwer. Man konnte nicht in die Herde hineingehen, die sowieso schon panisch war. Dann werden sie ausgebrochen. Und leider mussten die Menschen mit ansehen, wie dieses eine Schaf dann verendete. Das muss dringendst sofort gehandelt werden. Hierzu sind der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil, und der Umweltminister Christian Meyer aufgefordert.